herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und ich habe wieder neue Deko-Inhalte für die Dark Side mitgebracht. Da möchte ich euch jetzt mitnehmen. Wenn ihr die anderen Videos noch nicht gesehen habt, guckt euch das gern mal an. Da gibt es noch eine ganze Reihe von. Und das hier wird jetzt auch nicht das erste Video sein, was ich von diesem Büchlein hier preisgebe. So, ich schaue mal, ob der Seitenausschnitt passt. Na, ich sehe jetzt auf jeden Fall schon mal viel von dem Buch, das ist gut. Ich habe hier zwei kleine sozusagen Booklets und den werde ich einen besonderen Platz in dem Journal geben. Also zwei besondere Plätze, das sind zwei Booklets. Und ich habe hier schon mal ein bisschen was vorbereitet. Ich habe dieses schöne, wunderschöne Digitalpapier gedruckt. Aus einem normalen Kopierpapier oder Druckerpapier. Habe es distressed und habe mir hier auch schon Markierungen reingemacht. So, und dann fangen wir mal an. Also erstmal ist mein Plan, dass wir hier die Löcher rein verfrachten. Nein, wir machen das. Na doch, wir machen das. Wir machen das. Wie machen wir das denn? Leute, sagt doch mal, wie machen wir das? Also einmal Löcher stechen kann schon mal nicht schaden. Mal kurz vorgepiekst. Damit fixiert man das Ganze so ein bisschen. Wenn man es dann nimmt und ein Loch reinsticht, dann schwupps. Oh, komm schon. Fangen wir jetzt mal mit dem ersten an. Das zweite legen wir zur Seite. Ich habe mir auch schon einen gewachsenen Faden mit einer Nadel zurechtgelegt. Jetzt stelle ich euch mal den, mal so. Ich fixiere mir das jetzt, indem ich einfach mal die Nadel reinschmeiße. Reinschmeiße, drin bleiben, sitz. Jo, machen wir die Dark Side auf. Also hier gibt es total die schönen Seiten, wo auch das Thema Schach hier und da mal vorkommt. Es ist nicht so, dass meine Tochter Schachfreundin wäre in irgendeiner Weise. Eigentlich genau das Gegenteil. Es ist eher so, dass dieses Thema sich allein im Cover und dann auch an den Seiten ja so ein bisschen durchzieht. Und mein Plan ist, dass wir, ich überlege gerade, hänge ich die Dingeldangels hier nach außen oder ins Booklet? Nee, eigentlich will ich sie hier nach außen hängen. Das wäre viel cooler. Also es ist viel schlauer, hier durchzukommen. Swups. Seht ihr uns? Ja, ihr seht es. Ich bin begeistert. So, jetzt nicht oben und unten verwechseln, das wäre peinlich. Einmal durchs Booklet. Ein letzter Blick, ob alles richtig sortiert ist. Ja, sieht gut aus. Ich habe mir hier schon zwei Eyelets durchgeschossen. Und anschaut. So, mein Plan ist jetzt, dass ich die beiden Sachen hier oben verknote. Wahlweise könnte ich auch. Ist da was? Oh ne, ist das blöd. Da ist ja meine Nadel drin. Das wäre ungünstig. Also hier ist mein Buch auf jeden Fall. Klappbar zu beiden Seiten. Schwuppdiwupp, schwuppdiwupp. Ich möchte, dass es dann so hält. Vielleicht mache ich sogar noch einen Verschluss dran. Aber es soll auf jeden Fall jetzt erstmal hier eingebunden werden. Dementsprechend machen wir es einmal flach, binden das ein. Ja, ich werde ein bisschen mehr brauchen, um hier oben einen Knoten zu machen. Und dann kann ich nämlich das Dingeldangel an die losen Enden machen. Und zwei von drei wollte ich gerade sagen. Nein, zwei von vier. So. Und das heißt, wir haben einerseits unser Buch gebunden, andererseits hier Raum geschaffen oder die Möglichkeit geschaffen, um was dran zu hängen. Oder vielleicht noch das Ding hier als Bellyband zu benutzen. Oder ähnlichen Spaß. Habe ich schon mal irgendwann erwähnt, dass man sich diese Fingernägel nicht unbedingt zulegen sollte, wenn man filigrane Bastelsachen macht? So, kommen wir mal durch. Und knoten wir mal zu. So, jetzt habe ich hier zwar zwei Tüdelös hängen. Die werde ich aber irgendwie dann noch mit
mit hier dran binden. Ich bin mal gespannt. Also ich denke mir dann später noch was aus, was die Dekoration angeht, oder? Mache ich das jetzt? Nein, das mache ich später. Erstmal wollte ich hier meine Booklets festmachen. Hier kommen dann noch kleine Charms dran. Nicht Dingeldangels, sondern Charms. Dingeldangel sollte ans Buch als solches, wenn es dann Sinn macht. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob dieses Buch auch noch wirklich ein Dingeldangel braucht. Vielleicht könnt ihr mir eure Ideen mal mitteilen. Wobei, wenn ihr sie mir mitteilt, ist es eh schon zu spät, weil dann habe ich es verschenkt. Dennoch interessiert mich natürlich eure Meinung, ob es aus eurer Sicht sinnvoll ist, an so ein massives Buch und diese wirklich umfassende dekorierte Geschichte da noch ein Dingeldangel dran zu klemmen. So, hier habe ich meine zweite Sache. Jetzt benennen wir die Sachen mal richtig. Nicht Dingeldangel soll da dran, sondern Charms. Meine Idee hier, ich habe die Eyelids ziemlich nah an den Rand gesetzt. Meine Idee hier ist, dass das Buch dahinter hängt und dann da rausguckt. Also das kleine Booklet, was ich jetzt hier gerade mache, sollte dort hingehen. So, jetzt ist der gewachste Faden. Das Dumme ist, ich habe diese Nadel schon oft mit dem gewachsenen Faden benutzt und deswegen sperrt sie ein wenig, weil sie halt auch schon gewachsen ist. So, ich nehme wieder ein bisschen mehr Faden als eben war ich ein bisschen geizig. So, schnapp. Faden weg. Wo ist mein Buch? Hier ist mein Buch. Ihr seht, ich habe das Booklet wieder zusammengestellt. Ich habe mir hier schon Markierungen reingemacht. Da steche ich jetzt mal eben mit der kleinen Ahle durch. Punkt 1. So, meine Löcher sind dort. Und genauso wie eben möchte ich, dass meine Außenseite, mein Dingel, mein Dingeltangel, ich will schon wieder Dingeltangel sagen. Warum will ich Dingeltangel sagen? Will ich doch gar nicht. Ein Charme. Ein Charme soll den Außen daran hängen. So, jetzt seht ihr ein bisschen Arm von mir, ist auch schön, ne? Schwupp. So, jetzt mal ein bisschen durchlassen, dass ihr auch eine Möglichkeit habt, das hier oben zu verknoten. Genauso wie eben. Jetzt guckt das hier in diese Richtung. Ich werde es später so legen, dass es in die andere Richtung schaut. Schnipp, schnapp, Nadel ab. Da ist die Nadel ab und sie kommt wieder in das Glas. Genauso wie die Aale wegkommt, weil sonst gibt es ja Verletzte. Es ist nicht, also es ist natürlich noch nie passiert, dass ich mir hier irgendwie den Finger stech oder so. Oder dass eine Nadel plötzlich in einem Arm hängt. Das kommt hier eigentlich nicht vor. Ist man schlau. Ich weiß nicht, kennt ihr so Tage, dass man so einen Klaus hat? Klaus, nichts für ungut. Also ich habe mein Freund, der ist Klaus. Klaus ist sowas. Leute, seid mir nicht böse, wenn ihr vielleicht mit jemandem zusammen seid, der Klaus heißt oder Freunde habt oder was weiß ich. Das ist eigentlich was Süßes. Also Klaus ist das, was man an einem Tag so vertüdelt. Also zum Beispiel gibt es einen Rechtschreibklaus, wenn man sich verschreibt, und es gibt einen, also nicht Stolperklaus, wenn man die ganze Zeit rumstolpert oder so. Und dann hat man halt einfach irgendwie, halt einen Klaus an dem Tag. Und dann passieren so Sachen. Da-da-da. Wir haben ein kleines Booklet extra. So, also ich habe heute auf jeden Fall irgendwie einen Schleifenklaus. So. Das war dieses kleine mini-süße Video zu einem mini-süßen Embellishment. Also ich weiß nicht, wie süß ihr es findet. Ich finde es cool. Extra Booklet, extra Platz zum Schreiben, man kann da extra blättern.
Es wird noch ein bisschen zusätzlich dekoriert werden, aber das kommt erst in der Deko-Session. Da bin ich mir noch gar nicht sicher, ob ich euch da mitnehme. So, ich sage erstmal vielen Dank, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Das war ja ein schnippschnapp kurzes Video. Eine kleine Idee. Ich weiß nicht, wie ihr die Idee findet. Ich werde sie auch George mal zu Gemüte führen. Ich habe ja eh noch ein bis zwei Videos, die ich noch drehen wollte, bevor diese ganze Serie herkommt. Mal gucken, vielleicht habe ich ja das Thema bei George schon gemacht und ihr seht es jetzt das zweite Mal. Ich weiß noch nicht, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was ich in welcher Reihenfolge mache. Ja, mir bleibt zu sagen, danke fürs Zuschauen und bis demnächst in diesem Kino.